Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen hier zurück zu Gothic 2. Wieso wir hier stehen und wieso ich hier den lieben Valentino auflauere, das erfahrt ihr alles gleich. Jetzt lasst uns den ganz kurz verprügeln. Dann erfahrt ihr mehr. So, den haben wir jetzt schnell mal umgehauen. Der hat auch ordentlich Gold dabei. Und natürlich seinen Gehstock. Jetzt müssen wir ganz schnell gucken. Sorry. Sorry. Dass wir vergessen ausrüsten. Und jetzt, sobald er aufsteht, machen wir vergessen. Oh Mann, mein Kopf. Zack. Und jetzt reden wir mit Warte Valentino. mal. Und er hat alles vergessen. Okay, cool. Also, jetzt nochmal zu dem, warum wir hier sind. Im letzten Video. Oder im letzten Video, was jetzt bald rauskommen wird, weil ich habe gemerkt, dass ich da ziemlich unsauber war, liefen wir von da draußen die Wand entlang, weil wir gerade Goblins getötet hatten. Und danach habe ich die Videoaufnahme irgendwie verloren. Fakt ist, danach bin ich den Ostausgang, also den da hinten, da wo ich jetzt gerade langlaufen würde, in die eine Höhle gefolgt, da wo wir damals die Ork-Axt her haben. Hab da dann die Wegelagerer und Fleischwanzen vermöbelt, bin dann wieder hier in die Stadt gegangen und weil wir die Information haben, dass hier der liebe Valentino um 4 Uhr morgens hier sein wird, sage ich mal, also an Bass Haus vorbeilaufen wird, haben wir ihn jetzt aufgelauert und vermöbelt. Das liegt mit einer Nebenquest zusammen, die wir jetzt, glaube ich, abschließen können oder werden oder wie auch immer. Regis. Warte mal, abwarten. Und zwar hier, ich habe Valentino getroffen. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung Ich hoffe verpasst. nicht, dass sich daran was ändert. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du Ich habe kannst ihn so ja an den einiges Nächsten gehört. weitergeben, der meine Tracht Prügel verabreicht. Mein Mann sieht es anders. Oh, cool. Und jetzt mit den Ringen Sag können nicht, wir dass er hier traurig zu. Valentino konnte letzte Nacht seine Zeche nicht bezahlen. Worum soll Er ich hat denn noch irgendwas gefaselt. Er wäre ausgeraubt worden und würde später bezahlen. So was. Und? Was hast du gemacht? Das habe ich Na, ich habe ihm eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Was Das hat sonst? er doch vorher gewusst. Alles klar. Jetzt können wir Ihnen hier den Ring geben. Das darfst du keinem Hier, erzählen. nimm diesen Ring. Was? Ich verstehe nicht. Sag Er gehörte Valentino. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der ihm eine Tracht Prügel Das weiß doch verabreicht. inzwischen jeder. Das ist doch ganz witzig. Alles klar. Ich kann So, das wie nicht gesagt, glauben. danach habe ich ihn hier ausgelauert. Man musste leider bis 4 Uhr morgens warten und das hat dann Ewigkeiten gedauert und wahrscheinlich ist deswegen auch die Aufnahme verloren gegangen. Fakt Das ist, habe ich noch gar nicht gewusst. wir haben ihn jetzt vermöbelt. Und dadurch, dass wir den Hört Vergessensspruch ihr gemacht Bewohner haben, von Kyrill? haben wir es jetzt auch Auf geschafft, die ausdrückliche Mission Anforderung des für den Gegners Alchemisten werden zu nur machen. Anpassungen Der will, dass wir des den Vergessensspruch einsetzen. Und jetzt Kristallzustands müssen wir hier auf verändern. Wulfgar warten. Der wird Werden nämlich noch gleich einmal rauskommen. Und dann Gegner werden wir ein Easter erweitern. Egg sehen. Ein sehr schönes Easter Egg. Und von Gegner daher warten wir jetzt kurz, plaudern hier ein bisschen, keine Ahnung. Bis er halt rauskommt. Das wird jetzt bald passieren. Und ja, da kommt er schon. Wie gesagt, ist ein Easter Egg. Das weiß nicht jeder. Und von daher ist doch ganz schön, wenn ich euch das jetzt zeigen werde. Hey, du. So früh schon unterwegs? Für gewöhnlich bin ich um diese Zeit immer alleine. Aber da du schon mal hier bist, kannst du direkt was lernen. Also, pass auf. Manche Gegner kannst du austricksen, wenn du ihren Schlägen ausweichst und im richtigen Moment attackierst. Merk dir das für deinen nächsten Kampf. Jo. Und jetzt haben wir 2% Einhänder bekommen. Einfach mal just for free. Das wird auch nicht angezeigt, das heißt, das ist ein richtiges Easter Egg. Das heißt, man muss auch erst nachschauen und sehen, oh cool, wir haben was bekommen. Hört ihr Und Bewohner von jetzt Korinis? werden wir, Auf ausdrückliche Anordnung des wie ich das richtig Ehrenwerten sehe, glaube ergeht ich, folgender Erlass. entweder haben wir das Ab schon gemacht, sofort das wird weiß ich eben Lord nicht mehr, die Mandrin Aufnahme ist den schon verdammt lange her, die Bewohnerbefehl für letzte. unsere Miliz Ich bin ja sowieso ein bisschen inaktiv immer wieder, ne? Kennt ihr ja von mir. Von daher, jetzt werden wir Ignaz davon berichten, dass wir den Valentino beziehungsweise den Spruch gemacht haben. Ich glaube, das haben wir schon bei Fellern gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deshalb, wir schauen einfach mal Ich kurz glaube nicht. vorbei. Aber ich kenne das Spiel halt echt noch in- und auswendig. Da spielt man das mal ein Jahr lang nicht, aber kennt es halt trotzdem. Das ist schrecklich, oder? Ach ja. Gothic 1 halt. Gothic 2 halt. Super tolles Spiel. So, Ignaz. Hi. Wie geht's dir?
Ich habe den Zauberspruch angewandt. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut, gut. Und, hattest du Erfolg? Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Ein kleiner Fortschritt für die Wissenschaft, aber ein großer für mich. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich in den Künsten der Alchemie zu unterweisen. Und wenn du willst, kannst du auch einige nützliche Dinge von mir haben. Ja, das ist doch schön. Allerdings brauchen wir gerade nichts. Jetzt muss ich kurz mal was schauen. Wir haben noch 2 Lernpunkte, alles klar. Dann haben wir schon mal Stärke gelernt, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich sicherlich auch was davon gefaselt, dass wir nicht alle Lernpunkte verschwenden wollen. Jetzt haben wir schon den Piratensäbel und den Kraftgürtel, oder? Ja, dadurch können wir auch den Piratengurt anziehen, richtig. Muss mich gerade wieder erinnern, was wir alles so gemacht haben. Jetzt machen wir, also das wird nur eine kurze Aufnahme. Wie gesagt, ich habe ein bisschen schlampig gearbeitet, weil ich habe damals, eigentlich mache ich immer eine Aufnahme, rendere alles, lade alles hoch und dann bin ich fertig. Und hier habe ich wohl vergessen, was zu rendern, was vergessen hochzuladen und all so ein Spaß. Von daher... Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Oh, das ist ja ganz schön. Das ist übrigens ein Bordell. Also da könnt ihr mit Frauen schlafen. Ich glaube, es gibt sogar 50 Erfahrungen. Ich weiß es aber gerade gar nicht. Fakt ist, wie gesagt, ich lade halt immer meistens was hoch, beziehungsweise render was. Danach lade ich es hoch. Und das habe ich hier wohl vergessen. Und haben wir den Typ da oben schon vermöbelt. Was habe ich denn alles schon gemacht? Ich weiß gar nicht, ob ihr dabei wart. Das müsste ich aber gemacht haben. Also entweder habe ich das auch noch in der Aufnahme gemacht. Dann habe ich das jetzt vergessen, dass ich das in der Aufnahme gemacht habe. Oder das haben wir schon gemacht. Das hier, das Lagerhaus mit diesen 2 Kisten und mit der Lagerwache und alles. Kann das sein, dass wir das alles schon gemacht haben und ich habe das nur verpeilt. Weil es halt lange her. Und das wird auch nur eine kleine Aufnahme, aber ich habe jetzt noch die eine noch Folge, die ihr jetzt noch nicht gesehen habt. Das, was zwischen letzter Folge und hier passiert ist, das werdet ihr dann auch so noch sehen in einer anderen Folge. Deswegen, wie gesagt, nur eine kleine Aufnahme. Dann muss ich kurz überlegen, ey, das ist immer so. Ja, stimmt, wir könnten das eigentlich noch machen, wenn wir das nicht auch schon gemacht haben. Das kann ich nachgucken. Nein, haben wir noch nicht. Dann reden wir jetzt nochmal mit einem NPC. Für euch, ne? Da vorne mit Gavel. Was machst du hier? Ich baue hier ein Schiff, denn ich will hier weg. Und zwar so schnell, wie es nur geht. Aber so, wie es momentan aussieht, wird das Schiff niemals fertig. Warum nicht? Warum hast du es so eilig? Aber nee, erstmal, warum wird das Schiff nicht fertig? Warum wird dein Schiff nicht fertig? Ach, wir haben 1000 Probleme. Der Rumpf ist noch nicht stabil und es fehlen noch viele Bretter. Aber ich habe kaum noch Gold, um neues Material zu kaufen. Und in der letzten Lieferung hatten sich Wanzen eingeschlichen. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem ein schnelles Schiff. Der andere macht sich Gedanken um eine Galionsfigur. Als ob wir nichts Wichtigeres zu tun hätten. Des Weiteren kommt einer meiner Leute einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich kriege langsam Angst, dass der Bau sich deswegen noch weiter verzögert. Er kommt nicht zur Arbeit. Ich hätte das nicht. Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, sein Name ist Monty. Der Kerl hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das faule Schwein macht sich scheinbar irgendwo bei den Bauern ein schönes Leben. Ich hätte ihn eben nicht im Voraus bezahlen sollen. Ja, das war eine doofe Idee. Es sind noch mehr Leute verschwunden, habe ich mir sagen lassen. Na, das sag ich doch. Da geht's schon los mit dem Übel. Der Fischer Farim hat mir auch schon sowas erzählt. Sein Kumpel William ist nicht mehr da. Da stecken doch bestimmt die Orks dahinter. Genau, bestimmt. Also warum hast du es so eilig? Wahrscheinlich wegen den Orks. Warum hast du es so eilig? Bald werden die Orks kommen und die Stadt niederbrennen. Wie kommst du darauf? Junge, hast du schon die Paladine bemerkt, die überall rumlaufen? Was glaubst du, warum die hier sind? Ich sage dir,
Die sind hier, weil die Orks bald angreifen. Und das wird nicht schön. Ja, das kann ich glauben. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, das kannst du. Finde heraus, was die Paladine vorhaben. Ich will wissen, warum sie hier sind. Und ich muss wissen, ob die Orks bald angreifen werden. Und wie weit sie von der Stadt entfernt sind. Es wurde nämlich schon einer von den Bastarden vor der Stadt gesehen. Bringe mir einfach alle Informationen, die du kriegen kannst. Ich muss wissen, wie viel Zeit mir noch bleibt, um das Boot fertig zu kriegen. Das wirst du niemals schaffen. Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den Pelz und du fragst nach dem Hafen? Ich wollte ja nur... Das größte Problem, das wir haben, ist, dass im Hafen nicht genug Schiffe liegen, um uns von hier zu verdrücken. Um ehrlich zu sein, liegt hier nur ein Schiff und das gehört den Paladinen. Die lassen uns bestimmt nicht damit abhauen. Ja, wirst du recht haben. Aber klar, da haben wir jetzt eine Nebenquest, dass wir herausfinden sollen, warum die Paladine hier sind. Jetzt reden wir noch mit Jack, dem Leuchtturmwärter. Der heißt immer Jack. Immer wenn es einen Leuchtturmwärter gibt. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Okay, was machst du hier? Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall. Auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Dann wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Jo, dein armer Turm. Das ist nämlich auch eine Quest. Jacks Leuchtturm. Und ja, wir müssen die Maniten umhauen. Und dann hat Jacks Leuchtturm wieder. Das werden wir auch irgendwann machen, natürlich. Jetzt aber vorerst genug wieder hier in der Stadt gewesen. Es steht Wichtigeres auf dem Plan. Ihr erinnert euch vielleicht, dass bei Onas Hof noch ein anderer Hof war. Sekops Hof. Und der gute Sekop, der hat noch so zwei, drei Nebenquests, beziehungsweise die Leute bei Sekops Hof haben noch zwei, drei Nebenquests. Und ich weiß, ich laufe viel zu lange und immer von da nach da, von da nach da. Aber ihr müsst wissen, wir könnten vielleicht jetzt schon Miliz werden und alles, aber je früher man Dinge absolviert, sowas wie das mit Milizen etc., desto schwieriger wird das Game. Weil ihr müsst euch vorstellen, dann hebt der Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen an. Weil das Spiel denkt, oh cool, ihr seid jetzt schon Kapitel 2, oh cool, ihr seid jetzt schon Kapitel 3. Das heißt, je schneller man ein Kapitel abschließt, desto schwieriger hat man es am Ende. Deshalb, als kleiner Tipp von mir, macht so viel ihr könnt. Immer schon jetzt. Ich glaube sogar ab jedem Kapitel werden nochmal alle Monster resettet. Das heißt, man kann jetzt sich jetzt auch noch viel Erfahrung durch viele Monster einheimsen, bevor man dann das nächste Kapitel erreicht. Und so, ja, es gibt halt einfach zwei, drei Dinge. Die kann man ganz gut und ganz gechillt erledigen. Und ja, auch so Dinge, ich pendel oft und ich habe Sekops Hof zum Beispiel nicht dann gemacht, als wir da waren. Das sind halt einfach so, ich nenne es ja mal logistische Dinge, beziehungsweise leveltechnische Dinge, dass man halt, jetzt haben wir den Piratensäbel, jetzt haben wir so und so viel Stärke und vorher hatten wir die nicht. Das heißt, das Spiel ist jetzt leichter für uns. Und ja, man muss halt immer gucken, was schaffe ich wann und was schaffe ich nicht wann. Und deshalb, momentan denke ich mir, manche Sachen schaffen wir halt einfach noch nicht. Und jetzt denke ich mir, das schaffen wir ganz gut. Und deshalb, jo, gehen wir jetzt zu Sekops Hof. Das sollte eigentlich, hier sollte ausgeschildert werden, Hof des Großbauern. Und dann irgendwann sollte ausgeschildert werden, Sekops Hof, was haben wir hier? Großbauer, habe ich gesagt. Ich bin gut. Und, wer bist du nochmal? Achso,
Ja, das ist einer der Trinker, die sitzen da immer unbedingt, das ist auch noch später Nebenquests. Da muss man gegen den ein Wetttrinken machen und all so einen Schwachsinn, glaube ich. Das ist ganz witzig. Das Wetttrinken in Risen 2 war immer ganz witzig, weil da hattest du so 5 Flaschen und nach jeder Flasche wurde deine Maus Träger und dann musstest du immer die Flaschen zuffeln und das schneller als der andere. Das war immer ganz witzig. Hier haben wir nochmal Feuernesseln, Feuerkraut. Da sind noch Lurker, ich weiß. Allerdings, ihr erinnert euch noch an die letzten Parts. Vielleicht sollten wir uns nicht wieder einen kompletten Part lang mit einem Lurker schlagen. Das ist halt immer so, da passiert halt nicht viel. Das ist wie wenn wir mit Laris reden, der redet und redet und redet und dann ist der Part vorbei. Von daher, lieber jetzt ein bisschen, ja, Action kann man das jetzt auch nicht nennen, aber lieber etwas machen als wieder nur kämpfen. So. Ihr sollt ja auch ein bisschen was von der Spielwelt mitkriegen. Kämpfen werden wir eh in diesem Spiel noch genug. Gothic 1 haben wir mit 60 Parts, glaube ich, abgeschlossen. Part 60. Und das wird hunderte Parts dauern. Also, da habt ihr euch ganz schön was eingebrockt, wenn ihr hier weiter guckt. So, jetzt gehen wir hier schön über den Weg zu Sekops Hof. Speichern natürlich. Da war auch letztens mal mein Fehler. Ich mache viel zu wenig Save Stats. Wenn dann mal die Aufnahme verloren geht, ist halt blöd, dann gucke ich in die Röhre. Und von daher, die gehen jetzt alle arbeiten. Jetzt speichern wir mal ganz kurz in Safe. Ich hätte fast ab den Speicherstand weiterspielen müssen. Fast, aber nur. Das müssten ganz normale Bauern sein hier. Bauer, Bauer. Und uns ist der Schwarze mit der Axt wichtig. Und ja, ich habe Schwarzer gesagt. Er hat Schwarzer gesagt. Der Thanatos. Was ist das für eine? Wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich gebe dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Ach so, auf deinem Land, so, so. Das ist ja nicht so cool. Vergiss es, du kriegst gar nichts. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Versuch's doch. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Und wir machen wieder unsere Loser-Taktik mit immer schön Blocken nach den Schlagen. Aber ich sag mal, das ist halt einfach das Entspannteste. Weil wenn wir immer schön blocken, dann bekommt er uns nicht oft. So ist zumindest der Plan. Natürlich, wenn er dann nach hinten eiert, dann ist das halt immer so ein bisschen unvorteilhaft für uns. Und da kriegen wir auf die Klopse. Okay.